Herzlich willkommen zu unserem ersten Durchgezockt-Special am Tage. Bei Tageslicht zocken wir. Ja, das ist mal kein künstliches Licht, was sich in unseren Gesichtern befindet. Guck mal, ich sehe richtig gesund aus. So höre ich mich auch an. Ja, ich bin todmüde. Wer ist das denn hier? Er ist todmüde. Das ist unser... Ich gehe jetzt ins Unser Stefan. Wir kennen uns ungefähr alle drei so lange, wie wir uns auch schon kennen. Oder so ungefähr. Nee, irgendwie, die kennen uns länger. Wir kennen uns länger. Ja. Das ist übrigens der, bei dem ich das erste Mal Nintendo gespielt habe. Bei dir habe ich... Stefan heißt er, falls es gerade nicht durchgedrungen ist. Ich fühle mich schuldig. So, der Stefan. Der Stefan, der wird heute zocken und zwar... Unser Gast da. Super Mario Bros. 2. Genau. Ich versuche zumindest mal. Er versucht es in einer rasenden Geschwindigkeit von 23 Minuten. Nein! Nur ein bisschen mehr. Weil anders als ich hält er nämlich eine Menge von Speedruns. Ja. Du hältst nichts von Speedruns? Nee. Du hältst nichts von Speedruns? Ich halte da nichts von. Raus! Wir schmeißen aus der eigenen Brunnen. Dann zeig mir mal, was ich davon halten soll. Okay. Hau rein. Wir starten. Starte durch. Wir verschwenden. Mario Bros. 2. Nichts mit der Spielauswahl. Ist ja gar nicht 2. Ist ja Doki Doki Panic. Aber stimmt, das weiß ich mittlerweile auch schon wieder. Doki Doki Panic heißt das? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Doch. Ich weiß, dass es nicht das originale Super Mario Bros. 2 ist, weil es ist halt so. Es ist ein japanisches Spiel. Und Toad geht voll ab. Ja, man sieht, er hat einen Wahnsinns-Speed. Der hat die dicksten Muckis, ne? Der kann am schnellsten Kraut rupfen. Hallo? Und das fängt schon gut an! Ach, halt die Schnauze. Hat's schon wieder erledigt. Darf man bei euch eigentlich fluchen? Ja, und wie? Boah, geil. Solange es nichts Vulgäres ist. Na toll! Verdammte Hacke! Wow. Verdammte Hacke, siehst du, das ist doch schon mal absolut im grünen Bereich. Man! Ja, ne? Verstehe das schon. Schön Kirschen sammeln. Gut, also ich habe es das letzte Mal, als ich es gespielt habe, das war in einer Standardgeschwindigkeit und da habe ich 2 Stunden gebraucht. Um euch natürlich diese Länge zu ersparen, geht der Stefan jetzt voll ab. Genau. Das funktioniert. Trickst hier rum. Unbelievable. Das ist Wahnsinn. Er nimmt jetzt auch gar nicht den Standardweg zum Endgegner. Nein! Das war immer zu viel. Wahnsinn, das war zu hoch. Daniel, ich dachte, du hättest diese Fliege erledigt. Nee, die Fliege, die saß... Die Fliege gehört zum Video. Die saß vorhin auf meinem Monitor rum und hatte Langeweile. Und ist tot umgefallen. Und jetzt kommt sie zu uns, weil sie da hinten Langeweile hat. Hallo? Der Birdo kommt nicht drauf klar. Ich hab früher immer gedacht, das das Weiße, das wäre sein Bauch. Hab ich echt gedacht, früher auch, ja. Ich dachte, was ist denn das? Das könnte auch eine Wolke sein, ne? Eine von diesen Wolken im Hintergrund. Das Wolkos. Ja. Wer hat mir das mit dem Sprite erzählt? Und bei Super Mario Bros. 1? Das war der Christian. Der Mad Cow. Ach, der hat das erst. Genau. Die Büsche? Die Büsche und die Wolken. Sind bei Super Mario 1 ist das gleiche Sprite, nur die andere Farbe. Aha. Jo. Das Fuck! Wenigstens habe ich noch alle Leben. Ja. Jetzt kommt Luigi! Ja. Luigi kann am höchsten springen. Jetzt alle mal festhalten. Und voll abzappeln. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt Trick 17. Way! Das ist so geil. Ja, da kann man nur staunen. Vielen Dank an den netten Speedrunner, der mir den Trick gezeigt hat. Unwissentlich in seinem Video. Ja. Er denkt sich jetzt nur, nein, meine Idee. Ich werde kopiert. Ja, man sieht ja schon, also dass sich das doch stark abhebt von dem... Vom ersten Teil. Vom ersten Teil. Also zumindest hier langläufig bekannt als erster und zweiter Teil, ja. Erster Teil war es ja überall, aber ist halt ein ganz anderes Spiel im Endeffekt, ne? Man muss zwar immer noch rennen und springen, aber die Gegner werden halt nicht durch bloßes Draufspringen besiegt, sondern man kann sie halt aufheben und durch die Gegend schmeißen. Am besten. Schon wieder ein Birdo. Man, du legst dir ein Tempo vor, wir können ja... Aber man muss halt sagen, der Birdo, obwohl der im Endeffekt aus einem ganz anderen Spiel da jetzt ist, ist er trotzdem im Mario-Universum geblieben. Ne? Also die Japaner haben ihn trotzdem beibehalten. Ja, genau wie die Shy Guys. Ja, die Shy Guys. Und andere... Und die Zahlstrick-Serie, die hat ja mehr auf dem zweiten noch aufgebaut, ne? Finde ich. Der Bowser... Ja, Mauser war dabei. Ein Leben! Oh mein Gott! Mein Leben! Du hast A-Münzen? Ja. Achso, das heißt dann 10, ja? Richtig. Ah, ja. Das berühmte Glücksspiel am Ende. Wenn ihr eine Kirsche am Anfang habt, dann gibt's auf jeden Fall ein Leben.
Und ansonsten halt immer gleichfarbig. Bisschen gleichfarbig, beziehungsweise oder gleich. Zwei Kirschen. Gleiche Symbole. Oh, zwei Kirschen, zwei Leben zum Beispiel. Ja, gut. Das hat eben beim Probespiel nicht so gut funktioniert. Nee, nicht so ganz. Wir haben ja gesagt, wenn die Kamera läuft, dann geht das voll ab. Da, wir haben schon gewonnen. Stimmt, ja. Kann ich durchrennen. Ja! Was haben wir gesagt? Altersvorsorge. Richtig. Altersvorsorge. Ja! Hallo! Lucky Bastard. Egal. Push A-Button. Das auf der Wiimote aber eigentlich nicht funktioniert. Nee, das ist total irritierend. Es gibt da nicht einen Knopf. Where's the any key? Push any key. Hooray! TV, make some noise. Schwing! Nee, Musik ist trotzdem. Kultige Musik, ja. Kennt man ja auch. Das Spiel ist trotzdem toll, also so soll das jetzt nicht rüberkommen. Es ist anders. Es ist anders. Thomas anders. Ich weiß, dass Thomas anders ist. Ich weiß, dass Thomas anders ist. Vor allem diese komischen Geier oder was auch immer das sind. Weiß der Geier. Tweeter heißen die. Meines Tweeter heißen die. Tweeter? Ja, so steht es zumindest im Abspann, wenn ich mich richtig erinnere. Das werden wir ja nachher rausfinden. Genau. So in 20 Minuten. Doch, ja. Ja, nee, nicht so ganz. Wir rocken dafür bin ich schon viel durch. Zu langsam. Ich glaube, der ist jetzt schon in der dritten Welt oder so. Ah, nicht ganz. Ist egal hier. Das ist durchgezockt. Das ist nicht durchgerannt. So. Soll ich mir also tatsächlich Zeit lassen, ja? Es wird genossen. Dann gibt es ein Video, wo dann nichts passiert. Dann muss ich einfach nur hier sitzen. Ah, oh, ist das schön. Jetzt kommt die böse Maske, die dich verfolgt, ja? Ja. Verfolgungswahn. Die hat Bock auf den Schlüssel, ja. Fuck shit. Aber, Wow. Das eigentliche Mario Bros. 2, das gab es ja vor kurzem auch auf der Virtual Console. Das gibt es ganz aktuell wieder. Es gibt jetzt es wieder? Mit RPG ist das ja jetzt verfügbar herausgekommen. Also das Lost Levels, wie man es von hier kennt. Ja, das eigentliche Mario Bros. 2. Was genauso ist wie das erste auch, nur dass es bröckelt schwer ist. 15 Mal so schwer ist, ja. 15 Mal. Und dass Pilze einen auch zerstören können. Ja, Giftpilz. Kommt zum ersten Endgegner. Schon mal raus mit Bomben besiegt. Ja. Bomber. Das kann nur derjenige sagen, der dieses Spiel gespielt hat. Ja, kannst du das. Bist du das. Der Videogames Library so mächtig, dass du das weißt, dass in keinem anderen Spiel der Fall ist? Das war jetzt zur Vermutung. Wow! Yay! Shit! Dreh auf. Oh Mann, lauf doch nicht weg! Ach, manchmal rennt er noch rein in das Bomb. Das ist wie bei Batman. Wow. I'm Batman. Boom. Das ist wie bei Batman. Ja, aber Batman hast du doch immer bei den Fights, hast du doch immer diese Einblendung. Wush! Und also Bomb! Batman. Serie. Wow, einen ganzen. Ein nicht vorhandenen, nicht geglückten. Neun Leben für sie. Egal. Leben. Ja, wir haben neun Leben. It's total again. Das reicht für World 2-1. Für 10 Durchgänge. Nee, für Welt 3. Das reicht für Welt 3. Und was dann? Dann geht das Sterben los, oder was? Das sind auch komische Viecher. Mann, sind die hässlich. Das sind Würmer. Das sind Schlangen, ne? War hier? Nein, hier. Nein, auch nicht. Nein! Verdammt. Ich fall jedes Mal auf rein. Ah, hier ist ein Pilz, nehmen wir mit. Treibsand! Die Mucke kennt man ja auch aus unserem Was ist das? Special-Video. Ja. Mattis hat gezählt. 93. Mit einem Fehler drin. Mit einem Fehler? Ja. Mit einer mehr. Achso, ja. 93 war's. Ich hab mich versprungen. Hat direkt jemand gesagt, dass man 94 Sprünge geschafft. Man schafft 94 Sprünge in der Minute, wenn man einfach drückt. Was wir alles machen, wenn wir nichts zu tun haben. Wahnsinn, ja. Ein gewöhnlicher Nachmittag, bis es an der Tür klingelte. Sprünge in der Minute? Ja. Er gehst du mit Toad bestimmt noch mehr ab. Biu, 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 biu. Aber das müssen wir jetzt nicht rausfinden. Du gräbst ja gerade in. Wie hieß das Spiel? Tic-Tac? Ja. War das Tic-Tac? Ich meine ja. Tic-Tac. Das ist ein Boulder Dash. Have a break. Ich hab Boulder Dash im Kopf. Boulder Dash ist das mit den Diamanten sammeln. Genau. Das gute alte Boulder Dash. Das hat aber auch was mit Graben zu tun. Hooray. Horatio. Mr. Birdo. Urr. Da war das Viech echt noch hässlich. Bounce. Wusch. Du springst noch im Kopf. Und er hat noch keine Schleife. Oh! Way. Run, Forest. Up its Maul. Nimm,
friss mich! Nein! No bonus. No bonus. Oh, fail. You lost. Lost the Glied. Ah, das ist mal das etwas andere durchgezockt. Ja. Durchgezockt auf Speed. LSD, nicht auf Speed. Und mit Mikrofon. Ah. Und mit Gast! Stefan, willst du denn eine eigene Über-uns-Seite bei uns bekommen? Wenn es sein muss? Eine eigene Seite gibt es nicht. Ja, eine eigene Kartei. Ich hätte gerne eine eigene Seite. Eine eigene Kartei. Von Mattes gemacht. Ja, die erstelle ich dir sofort. Super. Mit deinem Lieblingsmotto. Und das wäre dann? Speedruns sind geil. Geh mir nicht. Ich hätte jetzt Aliens sind doof gesagt. Ja, das kriegen wir hin. Gib mir den. Way. Start. Woher weißt du das? Was? Aliens sind doof? Ja. Das ist eine Theorie. Nein! Also ich war ja nie so gut in dem Spiel. Ich glaube, ich habe es auch erst so einmal durchgespielt oder so. Vor in der grauen Vorzeit. Bestimmt vor 12 Jahren oder so. Also dafür hast du Zelda 2 durchgespielt, was ich nie geschafft habe. Nein, habe ich auch nicht. Hast du nicht? Letztes Level. Forget it. Das letzte Level. Genau wie beim ersten Teil. Ich habe den Endgegner nicht geschafft, weil er unsichtbar ist. Okay. Bei Zelda 2 bin ich an dem Riesenviech hängen geblieben. Da kämpfst du gegen irgendein Riesenviech, ja, ja. Dann kämpfst du gegen das Spiegelbild ja. Und dann weiß ich nicht. Wobei zum Spiegelbild bin ich nie gekommen. Ich bin immer an diesem Riesenviech. Ja, ich auch. Das kannst du ja irgendwie nur mit dem Thunder. Ja, musst du. Thunderstruck! Thunderstruck! Jetzt fehlt mir nur noch Mario Bros. 3. Zum Durchspielen. Oh, das kann nicht wahr sein. Das ist so einfach. Die Welt 7 ist schwer. Der Rest ist läppsch. Ich hab die 8. Das stimmt allerdings, ja. Die Welt 7 ist schwer. Die 8er fand ich nie so heftig. Obwohl, nee. Stimmt. Die 8er war es, die ich heftig fand. Ach, das mit den Panzern, das ist dann läppsch. Das ist böse. Ich fand die 7er total böse. Mit diesen. Evil. Knievel. Ganzen, Röhren da und so. Röhr. Bams! Double Kill. Ich hab jetzt ein bisschen mehr Angst. Ja, ist ja okay, du bist ja auch. Small. Du bist klein und die Kamera läuft. Und der ist hart! Ah! Oh, Scheiße! Hat dich so hart! Hat dich das Spiel gelinkt? Ja. Das war gemein jetzt. Das war fies. Aber jetzt gibt's Revenge for Sushi. Alter Scheiße, ey. Revenge for Sushi. Waren direkt schon im Eimer. Ah ja, ist doch nicht schlimm. Können wir ja nicht zusammenschneiden. Alles klar. Ja, das haben wir ja. Wundert man sich nur, wenn man auf einmal nur noch 8 Herzen hat. 8 Leben. Mein Leben. Leben. Ach, oh, das würde ich auch noch editiert bekommen. Ja, wir wollen ja nicht cheaten. Was soll man denn die Arbeit machen? Wir haben noch nie geschnibbelt bei durchgezockt. Man. Das sucks. This was not good. Ist egal. Nur gut. Wieder tot. Ist nur gut. Ja. Immer tot oder was? Ja, die Level 2 komplett durch tot. Weil da gibt es auch keine großen Sprungpassagen. Alles tot. Jo. Everything's tot. Jo. Everything's tot. Kannst du es nochmal wiederholen? Killermücken. Everything's tot? Ja. Definitiv. What is it now? It's a door on a cactus. It's a cactus door. Die ändert sich auch nicht, die Oberweltmucke, oder? Nö, warum auch? Die ist durchs ganze Spiel so. Es gibt Leute, die regen sich über sowas auf. Aber bei Mario ist die immer so gut. Das ist erlaubt bei Mario. Das ist scheiße, ja. Oh, hey! Double kill. Ab in die Pyramide. Oh. Hast du die Tür gesehen, wie groß die ist? To the left. Und dann fällst du 5 Bildschirme durch die Pyramide. Mann, ist das unrealistisch. Du musst sterben. Auf Speech. Dann gibt's Champignon-Ring. Oder so. Wieder gegraben. Er gräbt auch am schnellsten, ne? Jo. Er springt halt nur nicht so hoch. Ansonsten ist er vom Laufen her und vom Graben und vom Aufheben her der Schnellste. Ist er der Schnellste. Exakt. Kann nur nicht hochspringen. Das sieht man ja auch an seinen gigantischen Beinen. Mario ist eher ist Durchschnitt. Sie. Und die Prinzessin, ja, hebt am zweitlangsamsten, aber kann halt schweben. Wird die gebraucht? In diesem Run nicht, nein. Run. Ich nenne das jetzt mal Run. Weil es ist ja kein Speedrun, aber es ist ein Run. Weil wir laufen die ganze Zeit. Versuchen das zumindest. Durchgestorben. Jump, Forest. Verdammt, einmal zu wenig. Das ist auch das echt erste durchgezockt mit Gast, ja? Yep. Gastlaut. Juhu! Way!
Zack. Jetzt interessiert er sich auch nicht mehr für dich, ne? Nö, jetzt habe ich einen Schlüssel ja verbraucht. Jetzt verfolgt er einen durch Bildschirme, durch sieben Welten. Im Leben. Wenn du morgens zur Arbeit fährst, siehst du im Rückspiel immer die Maske hinter dir. Fliegst du von links nach rechts. Panik! Ah! Way. Nächster Endgegner. 500 Wii Points kostet das Ding, ne? Gute Investition. Good old NES. Kann man nichts falsch machen. Schön bunt, wie man sieht. Überhaupt bei den Super Mario-Titeln. My God, what's this? The Snake. Solid Snake. Mushroom. Snake. It's a Snake. Way! Slow-mo! Das ist so geil. Slow-mo-kill.